Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 3. So, in der letzten Folge haben wir uns ja den Boss angeschaut. Sind wir leider kläglich gestorben, obwohl ich schon gedacht hatte, der ist schon down. Aber dann probieren wir es mal jetzt, ob wir den jetzt hinkriegen. Und dafür, glaube ich, werden wir einfach schnell durchrennen. Letztes Mal war der Weg eigentlich schon gar nicht schlecht. Hier seitlich entlang. So. So, hui! Wie man es ist jetzt, obwohl ich eh fast voll bin, aber. Ach. Nein. Nein.
heftig. Eieiei. Okay, und gleich nächster Versuch. So, und wieder den gleichen Weg. Oh, der Boss hat es wirklich in sich. Ist, boah, heftig. Jetzt kommen die zwei Hampelmänner wieder. Nein. Hass diese Phase. Uah. Sei genau gewusst, dass jetzt genau neben mir steht. Gott.
Unglaublich. Oh, leck.
Baby! Down, down, down! Aschefürst. Fürstenasche, Seele eines Wolfsbluts. Cool. Ja, der war wirklich hardcore, also bis jetzt der schwerste Boss gewesen. Okay, war ein Aschefürst, was ich gelesen habe. Was ist denn hier los? Warum kommen denn die jetzt einmal her? So, dann will ich jetzt den Raum nochmal abgucken. Ah, das ist auf jeden Fall ein Bonfire. Na, kann ich das nicht anmachen hier? Was ist hier los? Okay, alles klar. Da geht's auf jeden Fall eine Treppe runter. Da gehe ich jetzt aber noch nicht runter. Ich will eigentlich das Bonfire anmachen. Kann ich das nicht, oder was? Warte mal, vielleicht, wenn der hier im Raum ist. Ich geh mal hin, töte den. Ah, Leuchtfeuer entzünden. Weil ich irgendwie backt, weil das Fieder im Raum war. Okay, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war's jetzt schon wieder von der Folge. Boah, war echt hart. Aber wir haben gelegt. Und wenn euch das ein bisschen gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Oder auch ein Like. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, euer Andi.